Hallo da draußen. Mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in City Skylines und ich glaube, ich habe gerade ganz schön übersteuert, wa? Bin ich hier irgendwie, warte mal. Das Mikro ein bisschen richten, irgendwie bin ich ein bisschen zu nah dran, glaube ich. Oder? Naja, so geht's aber, ne? Ich glaube, wenn ich die Musik ein bisschen leiser mache, dann habe ich die auch leiser auf den Ohren und dann bin ich selber nicht so laut und dann... So kommen wir schon klar. Okay, Monorail. Wir machen weiter mit der Monorail und das bedeutet, dass ich erstmal diese Straßen hier entferne. Und jetzt habe ich mir so gedacht, könnte man ja hier so eine Direktverbindung machen und das geht sogar. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, diese Straße hier, die wird wahrscheinlich zu hoch, wenn ich die aufrüsten will. Ja, das funktioniert so nicht. Wie mache ich denn das mal sinnvollerweise? Hier außenrum vielleicht, das könnte gehen. Und dann müssen wir ja dorthin zurück. Man könnte ja vielleicht auch hier so unterwegs schon mal eine Zwischenstation nochmal machen. Diese hier ist jetzt neben der Straße. Das macht aber nichts, denn die können wir ja auf die Straße auch noch drauf führen. So, und die andere ist jetzt dort. Dann schicke ich die jetzt hier über die Straße, hier unten an der Küste unter der Autobahn durch, weil hier einfach mehr Höhe gegeben ist. Dahinter wieder auf die Straße und dann kommen wir da runter. Ich denke mal, das ist ein Plan. Ich denke mal, damit können wir arbeiten. So, das geschwungene Kurvenbautool haben wir gerade noch zur Hand. Ach so, ich kann hier gar nicht direkt drüber... Doch, das geht. Das geht, okay. Ich dachte schon gerade so einen Moment lang, natürlich kann ich da nicht direkt drüber bauen. Dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Das sollte doch eigentlich möglich sein. Huch, jetzt habe ich einfach mal beides. Das war jetzt so nicht mein Plan. Einmal hier dran bauen, dann kann ich diesen Rest hier wieder zurückziehen. So. Und jetzt schaffen wir die Verbindung bis hier. Also würde ich sagen, wir folgen einfach mal dieser Straße hier. Das ist kein Thema. Ja, das ist kein Thema. Ich sehe es gerade selber. Ah, jetzt ist der Ort bereits belegt, oder was? Ey, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Na gut. Machen wir das halt so. Und so. Ist auch kein Problem. Wenn der Hör City Skylines das so möchte, dann machen wir das halt so. So, dann flitzt die Bahn halt hier entlang. Ist jetzt halt so. Das ist doch ein Witz. Das geht, aber das geht nicht. Wisst ihr was? In dem Fall machen wir es hier halt auch nochmal anders. Die Bahn wird hier die Linie verlassen und dort wieder, also die Straße verlassen und dort wieder zurückkehren. Da machen wir das halt so. So, mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich hoffe mal, dass ja. Aber ich weiß es natürlich noch nicht. Der Ort ist bereits belegt. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen drüber baue. Und dann hier wieder runter und dann da dran. Ah ne, das ist so richtig. Ja. Ja, das geht doch. Das geht doch. Da muss ich hier jetzt noch ein bisschen was ausbauen. Und hier auf der anderen Seite... Ah, die sind jetzt relativ nah beieinander sogar, fällt mir jetzt gerade auf. Sehr früh, ne? Ich merke das schon. So, dann muss ich hier die Winkel noch ein bisschen anpassen, damit die Straßen auch wirklich... aneinander knüpfen können. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier die Verbindung geschaffen kriegen. Vielleicht so ein bisschen geschwungen. Ja, das sieht okay aus. Und dann können wir von hier aus da dran. Und von hier aus hier runter. Das geht. Und wenn ich mir jetzt die normalen Straßen nehme und das hier wieder zurückbaue, dann sieht das doch fast so aus, als könnte es funktionieren. Warum ist das Spiel eigentlich die ganze Zeit pausiert? Die können doch weitermachen. Das ist überhaupt kein Thema. Gut, okay, das haben wir soweit. Wir könnten ein bisschen Industrie gebrauchen.
würde ich sagen, dahin, dahin, hier entlang bis dort. Dann haben wir hier nämlich Strom. Hier ist Strom. Hier ist noch keine Verbindung. Dann würde ich sagen, machen wir das hier mal so. An der Küste kann ich das verantworten. Da haben wir Strom und hier natürlich auch. Okay, sieht jetzt ein bisschen kreuz und quer aus, aber wenn die Stadt noch ein bisschen wächst, dann wird das hoffentlich ein bisschen weniger auffallen. Und falls doch, kann sein, dass ich mich irgendwann dabei erwische, wie ich was anderes sage, aber im Moment sage ich einfach mal, ich werde es nicht nochmal umbauen. Ist jetzt für den Moment einfach mal so mein Plan. So, okay, wir müssen hier noch die Linien entlang ziehen, also von hier, zack, hier hoch, dann führt die Linie weiter dorthin. Einmal außenrum hier runter und zack. Und dahin. Und dann hätte ich hier gerne noch eine zweite Linie, die genau das gleiche nochmal entgegengesetzt macht. Auf dass man da vielleicht gegebenenfalls ein bisschen schneller sein Ziel erreichen möge. Das wäre ja auch ganz nett. So, die zwei Verbindungen haben wir. Strom fehlt natürlich noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, bäm, da habt ihr Strom, aber da muss ich ihn später auch versetzen. Hier ist einfach zu wenig Wind. Oh Mann. Ja, ausgerechnet hier baut jemand, aber den ganzen anderen Baugrund hier, den interessiert natürlich keine Sau. Ich merke das schon. Können wir es vielleicht irgendwie ein bisschen attraktiver machen, mit einem Park oder so? Bäm, Park. So ein paar sind hier happy, wenn wir hier weiter ausbauen, dann wird das schon werden. Strom haben wir trotzdem noch nicht. Da fehlt hier noch ein bisschen was. Aber wer weiß, vielleicht haben die Leute ja jetzt ein bisschen mehr Bock drauf. Wir geben dem Ganzen mal gerade noch einen Moment. Schauen uns hier mal eben um. Hier haben wir das gleiche Problem anscheinend. Ja, wobei, hier wird schon mal ein bisschen gebaut. Was ist hier los? Zack. Vielleicht ein Büro hier hin? Jemand Bock? Büro? Toller Baugrund? Gerade günstig abzugeben? Nein? Doch, vielleicht? Tja, schade. Versuch was wert. In dem Fall kommt hier halt so ein kleiner Karussellpark oder sowas hin. Zack. Und der überbrückt den Strom jetzt. Doch, der überbrückt den Strom jetzt. Sehr gut, sehr gut. Okay, cool. Die Bahn fahren. Das läuft. Ich pflege hier mal gerade noch ein paar Wege ein. Um unsere Leutchen hier so ein bisschen auszuhelfen, wenn sie denn durch die Gegend navigieren möchten. Das gilt natürlich auch für solche Stellen hier. Dass ich sowas noch nicht ausgebaut habe. Warum eigentlich nicht? Je besser die Leute hier von A nach B nach XY kommen, desto besser ist es doch für uns unterm Strich. Letzten Endes. So, hier. Das ist doch auch eigentlich prädestiniert für einen schönen Wanderweg, oder? Und dann kommt man hier drüben an und kann dann hier weiterlaufen. Beziehungsweise kann dann genauso gut auch von hier aus treffe ich hier einen schöneren Punkt eventuell. Ach, nehmen wir halt den. Ist auch okay. Ja, einfach, dass man sich auch ohne Auto auch an solchen Stellen hier schnell durch die Stadt bewegen kann. Warum sollen die Leute ihre Autos stehen lassen, wenn die Konsequenz ist, dass sie dann nirgendwo hinkommen? Ist ja auch Stoß. Ergo unterstützen wir so ein bisschen dabei. Das gleiche gilt natürlich auch für solche Stellen hier. Hier müssen jetzt natürlich erstmal ein paar Häuser weichen. Liegt daran, dass ich nicht weit genug im Voraus mitgedacht habe. Aber auf lange Sicht wird uns das helfen, denke ich mal. Denn Leute, die von hier dahin wollen, die müssen halt einmal ganz da außen rum latschen. Oder das Auto nehmen. Und so wie es jetzt ist, können sie einfach hier durchlaufen und gut ist. Ist doch viel besser. Ist doch viel, viel besser. So, dieses kleine Häuschen hier wird jetzt leider weichen müssen.
Tut mir aufrichtig leid, mein Freund, aber, ja, wir kommen da nicht wirklich drum rum. Also klar, wir kämen natürlich schon drum rum. Ich hätte es halt einfach, naja, lassen können. Aber ihr wisst, was ich meine. So wie es ist, wird es unserer Stadt auf lange Sicht wahrscheinlich helfen. Das denke ich mal schon. So, hier könnte ich mir auch vorstellen, hier muss man gerade einen so einen Bohrturm weichen, so leid es mir tut. Boah, guck mal, ein Turm. Da kommt das nämlich her. So, guck mal hier, um den kann ich jetzt sogar drumherum bauen. Ha, cool. Das finde ich doch schön. Hier drüben haben wir einen schönen Park gesetzt. Von da aus kann man natürlich auch hier mal eben eine Straße ziehen. Die könnte dann so aussehen und dann dorthin. Ja, und ansonsten ist ja alles, glaube ich, schon mal relativ gut verknüpft, ne? An so einer Stelle hier könnte man das gleiche nochmal machen. Oder auch hier. So, und jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal so ein paar schöne Möglichkeiten. Schauen wir uns mal gerade die Monorail-Linien an. Ja, das ist ja... Wow, das haut mich komplett um. Das haut mich komplett um. Aber 4 Fahrzeuge pro Linie sind okay. Auf die Weise sollten die recht gut frequentiert sein. Und die Leutchen, die sie nutzen, werden ja auch mehr werden, je mehr wir hier ausbauen. Da bin ich zuversichtlich. Das wird schon werden. 11 Minuten nehmen wir auf, alles klar. Das heißt, wir können noch ein bisschen was bewegen. Und ich beginne damit, dass ich hier ein bisschen ausbauen lasse. Guck mal, das Büro, das ich hier unten freigegeben habe, das ist jetzt auch ausgebaut. Cool. So, und ich hatte es euch ja gesagt. Hier im Kern ist alles komplett bebaut. Da können wir vielleicht sogar ein bisschen auf dichte Besiedlung noch gehen. Aber je weiter wir uns von diesem Kern wegbewegen, desto weniger Besiedlung bleibt übrig. Das ist so der Plan. Man hat ja gesagt, können hier vielleicht noch irgendwelche Aussiedler hin, warum eigentlich nicht? Direkt hier an der Monorail. Wäre natürlich praktischer, wenn hier auch eine Station wäre. Ich gebe es ja zu. Aber wenn wir sehen, das reicht so nicht, dann können wir das ja später auch noch mit Bussen ergänzen. Dann machen wir vielleicht hier noch eine kleine Kreisbuslinie. Und hier noch eine kleine Linie, die hier kreiselt. Und hier eine kleine Linie, die hier kreiselt. Und wenn die nicht sehr, wenn nur wenige Leute die nutzen, so, Satz mal gerade umgestellt, dann funktioniert das vielleicht besser. Dann können wir im Zweifel die Menge der Fahrzeuge ja auch bis auf ein Fahrzeug runterdrehen. Und dann haben wir halt einen Shuttlebus, der hier so 2-3 Leutchen verteilt und gut ist. Und den Rest machen dann halt die Monorail und die U-Bahn. Ich denke mal, das wird gut. Ich denke mal, das wird ganz gut. So, hier können wir jetzt auch nochmal ein bisschen mehr zubauen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht und wann wir die ersten ernsten Verkehrsprobleme hier in dem Bereich bekommen. Im Moment sieht's noch gar nicht mal so schlimm aus. Ein bisschen geschäftig, aber alles noch im Rahmen. So weit, so schön. So, und hier oben die Forstwirtschaft, die können wir jetzt eigentlich auch mal noch so ein bisschen voranbringen. Stimmt ja, hier oben hatte ich auch ein paar Leutchen angesiedelt. Hm. Ob die das auf lange Sicht noch so geil finden? Wenn sich hier zu viele über den Lärm beschweren, dann müssen sie halt hier rüber umziehen. Dann machen wir hier komplette Industrie draus. Dann wäre es halt so. Und diesen Park hier, den könnten wir jetzt eigentlich auch mal so ein bisschen vom Rest abgrenzen, indem wir hier die Gebiete auch noch freigeben. Im Zuge derselben Überlegung müsste ich eigentlich diese Gebäude hier wieder entfernen und dann hier draußen Park machen. Machen wir einfach mal mit diesem Park hier. Ja, das ist einer von denen, wo ich hier die Wege nehmen kann. Das ist gut. So, dann will ich mal anfangen, hier so ein bisschen zu basteln. Da haben wir hier auch noch eine schöne Verbindung. Und hier von der Straße aus. Und hier von... Hallo? Hier von der Straße aus kann man sich hier auch noch herbewegen.
Und dann kann man sich hier auch noch zu diesem Park bewegen. Funktioniert diese Verbindung? Können die Leute hier langlaufen? Ja, kaufen Sie neues Land. Gehen wir jetzt nicht um Keks, bitte. So. So, auf die Weise kann ich sicher sein, dass hier eine Verbindung besteht. Und so in der Art können wir das hier jetzt halt auch noch machen. Warum? Was ist hier los? Ja, so rum geht's. Na gut, dann halt so rum. Ist auch okay. Dann können wir von hier aus meinetwegen dorthin bauen. So müssen die Häuser nicht weichen. Zack. Guckt's euch an. Guckt's euch an, wie gut diese Angebote angenommen werden. Vor allem hier in dem Bereich. Schön, schön, schön. Okay, dann fange ich dieses Mal mit dem kleinen Buschwerk an. Und lege jetzt hier mal gerade so ganz vorsichtig tick. Und tick. Und tick. Und trick und... Ja, das hier ist außerhalb des Gebietes. Ah, wisst ihr was, so gesehen. So. Dann können wir das hier noch ein bisschen zubauen oder später wieder bewalden, ist mir egal. Auf die Weise haben wir hier schon mal so ein bisschen so eine Abgrenzung. Was sind das hier für Bäume? Das sind die, die hier sowieso schon stehen. Da haben wir so ein paar Mammutbäume und so ein paar Tannen. Attention, please. Man kennt es ja. Okay, dann sprenkle ich hier mal gerade ganz vorsichtig so ein paar von den Tannen ein. Und ansonsten so ein paar von diesen Bäumen hier. So in der Art haben wir hier einen schönen bunten Park. Ne? So, wenn ich hier lang genug drauf halte, ab und an sieht man doch noch irgendwo einen Baum erscheinen. Die paar hier nehme ich jetzt erstmal wieder weg. Ja, kann man doch so stehen lassen, ne? Und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das hier jetzt mal gerade noch so. So in der Art. Und das sind jetzt nicht die Apfelhainhöhen, sondern die... Na komm. Eigentlich wollte ich jetzt einen Witz hier mitmachen und sagen, hier ist der Scarborough Fair und hier drüben ist der Scarborough Unfair. Aber mit Haien könnte man natürlich auch, was in der Art machen. Naja, vielleicht ein andermal. Ich habe übrigens noch nicht nachgelesen, ob ich das hier richtig schreibe. Ich hoffe es einfach mal. Zack. Scarborough Fair und der Scarborough Unfair. Schön. Schön, schön. Ach, guck mal hier, die Lichtungsstraße. Das passt ja sehr gut, nachdem ich hier gerade so eine schöne Lichtung reingeschnitten habe. Die keine Lichtung mehr ist, sondern einfach nur eine große Wiese, weil hier kein einziger Baum mehr steht. Eine Lichtung definiert sich ja dadurch, dass ein unbewaldetes Stück in einem Wald ist, oder? Also das hier ja keine Lichtung mehr, außer man würde sagen, da ist der Wald und hier ist der Wald und das hier ist... Aber für mich ist das keine Lichtung, für mich ist das eine Wiese. Aber kann sein, dass ich da eine falsche Definition habe, das weiß ich nicht. Was ist mit dem Baum hier los? Das ist ja, also für ein kurzes Hochwasser könnte man das ja mal machen, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gesund ist. Den ziehen wir mal gerade hier um. So. Ach, das ist hier diese komische Bucht hier. Ja. Und dann läuft das hier runter, genau. Ich dachte schon gerade, was ist das für eine Strömungsrichtung? Hier ist ja irgendwie, passiert hier ja gar nichts. Das ist total merkwürdig. Ja, die Ecke ist auch ein bisschen merkwürdig. Das ergibt schon Sinn. So, dann haben wir das hier jetzt, können hier noch ein bisschen mehr zubauen. Und hier drüben, das fängt ja langsam doch an, Struktur zu kriegen. Ich gebe gerne offen und ehrlich zu, dass ich meine Bedenken hatte. Aber das wird doch. So, hier oben können wir noch ein bisschen mehr Forstwirtschaft freigeben. Können wir ja machen, um hier unten die Ölindustrie so ein bisschen zu countern, ne?
Außerdem fehlt es hier an Arbeitern. Warum? Stehen die im Stau? Sind die zu weit weg? Sind die nur noch nicht angekommen? Ja, im Moment sieht das hier... Das hat jetzt nichts mit den Arbeitern hier drüben zu tun, aber für sich genommen ist das hier schon mal ein bisschen ungünstig. Da werden wir uns um kümmern müssen. Ja, aber ansonsten fließt es doch. Also wenn hier die Arbeiter fehlen, dann... Tja, ich denke mal, das ist wohl so eine Sache, wo wir das Spiel einfach ein bisschen laufen lassen müssen, damit die irgendeinen Weg darunter finden und dann ist das gut. Denke ich jetzt einfach mal so, ganz naiv. So, hier haben wir noch ein bisschen dichte Besiedlung. Einfach, dass wir auch ein bisschen wachsen können. Aber wie gesagt, ich denke mal, das hier wird einfach nur ein bisschen Zeit brauchen. Und das hier braucht ein bisschen von unserer Aufmerksamkeit und das zeitnah, würde ich mal sagen. Ja, wie machen wir das hier am besten? Die stehen hier alle, weil die hier nicht schnell genug wegkommen. Na gut, jetzt hat sich gerade wieder einigermaßen aufgelöst. Aber das ist schon kritisch, die Stelle. Da müssen wir ein Auge drauf halten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass hier in diesem Kreisverkehr weniger los ist, seit wir hier die Querverbindung haben. Auch wenn die nicht so viel genutzt wird, aber... Das hier ist halt im Moment der einzige Zug... Nein, nicht mehr der einzige, aber... Für diese Gebiete hier auch nicht mehr der einzige Zugang. Ja, stimmt, jetzt wo ich so darüber nachdenke... Wir haben diesen Kreisverkehr tatsächlich ganz gut entlastet. Ja doch, können wir zufrieden mit sein, denke ich mal schon. Natürlich habe ich mal wieder vergessen, das Wasser zu setzen, klar. Wäre kein Kerge-Let's Play zu City Skylines, wenn ich überall Wasser gesetzt hätte. Das wäre auch zu einfach für unsere Leutchen. Ja, im Moment sehen die ganzen Straßen hier noch ein bisschen verlassen aus. Aber auf Dauer werden sich ja schon noch Leute ansiedeln. Hier genauso. Im Moment gibt es noch andere, attraktivere Möglichkeiten. Aber hier werden auch irgendwann mal die Leute hinkommen, denke ich mal. Wir können ja vielleicht einen kleinen Anreiz setzen, indem wir sagen, ich wollte gerade sagen, ich setze gerade eine Buslinie hin, die nur für diese Leutchen hier da ist. Was vielleicht gar nicht mal das Dümmste wäre, aber andererseits... Nee, das machen wir mal nicht. Andere Überlegung, ich schmeiße hier einfach mal einen kleinen Park rein. Hier der japanische. Kawupp. Vielleicht haben die Leute hier jetzt Bock. Krematorium haben wir bis jetzt nur hier unten. Ich setze mal noch ein zweites hier unten in die Gegend. Die müssen dann zwar immer noch über die ganze Insel fahren, aber auf die Weise haben wir auf jeden Fall gute Kapazitäten. Und was die, Ambulanz angeht, da haben wir eigentlich hier unten. Hier oben wäre das vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, wa? Na gut, ein Feuerwehr sowieso. Guck ich mir die Regenbogenfarben hier an. So machen wir das mal. Aber da können sich die Leute freuen. Was kostet so ein Ding denn pro Woche? 560, da können wir einer auch noch hier irgendwo platzieren. Das ist schon okay. Hier ist halt einfach auch alles noch komplett rot. Je weiter die Feuerwache hier runtergebaut ist, desto besser können die diese Bereiche hier außenrum abdecken, weil hier keine Verbindung ist. Wenn ich also eine hierher setze, sagen wir mal... Dort, da müsste die dieses Gebiet hier recht gut abdecken können. Und hier drüben, die sind auch deutlich fröhlicher dadurch. Das war doch erfolgreich. In dem Zusammenhang müsste ich diese hier eigentlich mal versetzen. Die paar Leutchen, die da unten erreichen, hier mittendrin sind doch viel besser aufgehoben. So. Ja. Hoffentlich hören wir dann bei Zeiten, wie schön die Leutchen upgraden. Hier habe ich schon
Laufwege eingebaut, wie es aussieht. Genau, hier ist auch einer, das passt soweit. Hier können die Leutchen langlaufen, tun sie auch. Und wie sie es tun. Gut, hier sind auch ein paar Bushaltestellen und hier ist eine U-Bahn-Station. Also diese Angebote werden auf jeden Fall ganz gut genutzt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vielleicht wäre auf Dauer auch hier noch eine weitere Anbindung an diesen Autobahnzubringer nicht schlecht. Das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Dass dieser Stau hier sich erledigt, wenn die nicht mehr alle hier... Ich meine, die eiern ja hier entlang, hier hoch, hier außen rum, durch diesen komischen Eckenkreisel hier, hier runter und dann auf die Bahn. Das würde sich ja erübrigen, wenn wir hier einen Zugang hätten. So ähnlich wie der hier, nur anders. Blick aufs Zeiteisengerät, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann machen wir das doch einfach mal hier, wa? Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ich merke schon, das ist eine nette Idee vielleicht. Aber dann noch nicht ganz so einfach umgesetzt, wie ich es mir gewünscht hätte. So, kurz mal Spiel pausiert, den ganzen Spaß hier weg. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann hier vielleicht auch noch einen Kreisel einbauen sollte. Denke mal, das wäre gar nicht mal so doof. Aber gut, für den Moment machen wir so einen kleineren. 5 Einheiten. Ich denke mal, das ist schon ganz okay. Kriegen wir auch hier schön zwischen. Hier nochmal 5 Einheiten. Zack. Und zack. So. Und jetzt werde ich... Ich denke mal, die Zugänge mache ich jetzt ein bisschen anders. Ich bringe die einmal hier ein bisschen runter. Sagen wir mal auch 5 Einheiten. Und hier auch. Einfach von der Überlegung her, wenn ich jetzt hier eine Abfahrt mache, von der Autobahn direkt hier drauf. Ja gut, das funktioniert so ähnlich, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil wir hier schon wieder zu nah sind. Na gut, ich könnte das hier noch ein bisschen umbauen. Wir bauen hier auch sowieso keine 3 Spuren davon mal ab. Das wäre noch die originale Autobahn, bevor wir das Gebiet hier einkaufen konnten. Hier reichen doch überall 2 Spuren. So. Und wenn ich jetzt noch hergehe, das hier jeweils entferne. Und stattdessen hier direkt anbringe. Und stattdessen hier direkt anbringe. So. Da haben wir hier ein bisschen mehr Platz, bis der Kreisverkehr kommt. Und hier haben wir jetzt 2 Spuren. Jeder kann sich eine aussuchen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann kann man hier rausfahren und in den Kreisverkehr rein. Meine Überlegung wäre jetzt halt gewesen, mit so einer Straße hier kann man das Ganze noch ein bisschen mehr aufspalten. Dass die also quasi von der Straße hier... Also im Prinzip dann so hier drauf fahren können, wisst ihr, wie ich meine? Und dann hier aus der anderen Richtung eben... auf die gleiche Art und Weise hier reinfahren. Und auf die Weise habe ich jetzt diese Straße nicht hier direkt am Kreisverkehr und hier direkt am Kreisverkehr, sonst hätten wir nämlich hier eine Verbindung und hier eine Verbindung, die darüber führt und hier direkt die nächste Verbindung. Das ist einfach zu nah, denke ich mal. Deswegen war halt meine Überlegung, dass so etwas hier vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte, wenn ich es denn umsetzen kann. Also sprich, wer dort rausfährt, der fährt dann... so weiter. Finde ich jetzt auch nicht optimal, dass die hier drauf fahren, aber hier direkt die nächste Verbindung. Bin ich jetzt nicht so wirklich Fan von, muss ich ja gestehen. Muss ich ja gestehen. Also ich habe meine Ideen auch schon mal besser umgesetzt. Aber gut, andererseits
haben wir jetzt hier erstmal unsere Verbindung. Können das hier so weiterlaufen lassen. Ich meine, für den Moment wird das gut genug sein. Auf Dauer können wir es ja immer noch umbauen. Das hier gefällt mir halt wirklich nicht. Na, schauen wir mal. Also hier wird auf jeden Fall nicht geradeaus weitergefahren und hier auch nicht. Das ist keine Wendemöglichkeit, sondern im Prinzip nur eine etwas kurvige Auffahrt hier in den Kreisverkehr hinein. Hier wird nur abgefahren, hier wird nur abgefahren, hier wird nur abgefahren und hier wird nur abgefahren. So, hier darf man jeweils in die blockierte Kreuzung einfahren, die in den Kreisverkehr rein wollen allerdings nicht. Und hier dürft ihr es auch, wenn es sich zurückstaut, dass die hier nicht so eine dämliche Lücke lassen, das ist ja unnötig. Und jetzt mal gucken, ob das hier entsprechend genutzt wird. Was ist denn da los? Warum stehen die hier? Die fahren hier rein und stehen dann hier. Kehrt zur Einrichtung zurück. Das wahre Müsli. Ich würde sagen, das war mal ein Müsli. Ich lasse die jetzt einfach mal verschwinden. Und dich auch und dich auch. Und dich auch und dich auch. Sag mal, seid ihr hier alle gerade komplett überfordert? Die fahren hier rein. Und dann irgendwie nicht mehr. Und der LKW, der hier gerade lang gefahren ist, der ist verschwunden. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Könnt ihr jetzt vielleicht damit umgehen? Die fahren weiter. Bis dort. Der eine bleibt stehen, der andere verschwindet. Aber warum? Was ist passiert? Könnt ihr jetzt weiterfahren? Das ist eine ganz normale zweispurige Einbahnstraße. Was ist euer Problem? Ich nehme den ganzen Spaß hier mal gerade nochmal weg. Komm. Alles mal eben nochmal weg. So, dann bringe ich das jetzt mal gerade nochmal in den Urzustand zurück. Das heißt, hier geht das einmal rauf, einmal hier rüber. Einmal hier wieder runter, bis hier hinten an die Ecke und dann da dran. So. Dann hatte ich... Boah, das ist... Die kommen hier einfach nicht schnell genug weg. So, hier zweispurig. Und hier kann man geradeaus fahren, hier halt nicht. So. Okay, was ist hier los? Was ist das denn hier? Fährt irgendwie so ein Dreirad? Nee. Private elektronische Beförderung. Das sind einfach zwei unterschiedliche Fahrzeuge, die hier ineinander klemmen. Noch näher komme ich mit dem Bild leider nicht ran. Aber ihr seht das, ne? Das ist einmal hier vorne und einmal dahinter. Ein Motorroller. Hier kann das Problem eigentlich nicht liegen. Hier fahren sie ja problemlos rein. Parken ist hier überall erlaubt. Und es sind sämtliche Fahrzeugtypen erlaubt. Warum zum Geier steht ihr hier? Ich messe das hier mal gerade einmal komplett ab. Und baue es mal eben nochmal neu. Und
Und jetzt mal schauen, ob jetzt vielleicht irgendjemand Bock darauf hat, hier reinzufahren. Und diese Straße zu nutzen. Übrigens, seht ihr, wie eierig die ist? Hier so ein bisschen nach links, wieder nach rechts. Was ein Gewabbel, ihr habt es gesehen. Ich habe hier einen Punkt gesetzt und da hinten einen Punkt gesetzt. Eigentlich sollte diese Straße hier gerade sein. Merkwürdig. Na gut, wenn ich mir sowas hier ansehe, die Straßen sind halt alle nicht so ganz perfekt. Der Boden ist es halt auch nicht. Ist ja vielleicht auch nur ein optischer Effekt durch die Höhenverwerf. Ja, ich glaube daran liegt's. Das wird sein. Erklärt aber nicht, warum hier keiner mehr langfährt. Was ist denn jetzt kaputt? Alles andere wird immer noch problemlos genutzt. Hier kriegen wir langsam Schwierigkeiten, weil die alle hier nicht schnell genug durchkommen. Das Problem, was die hier ausbremst, ist natürlich alle, die hier entlang fahren und einfach nur hier oben weiterfahren wollen. Die müssen jetzt halt einmal hier außen rum und blockieren dabei die, die hier durchfahren wollen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und ich gedenke, es auf folgendem Wege zu lösen. Wir sind schon bei 36 Minuten. Ja, moin. Also das hier verstehe ich überhaupt nicht. Und hier, wisst ihr was? Hier kommt ein ordentlicher Kreisverkehr hin. Und das machen wir in einer der nächsten Folgen. Ich weiß noch nicht in welcher, weil ich nämlich für jetzt, für den Moment, nicht mehr weiter aufnehmen werde. Sondern das kommt dann in der nächsten Session. Und deshalb kann ich im Moment erstmal nur hoffen, dass ich dann daran denken werde. Aber ich meine, andererseits, man sieht es ja. Ne? Man sieht es ja, dass das hier ernsthaft problematisch ist. Also gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch mit den Fortschritten, die wir hier machen. Hier kommt ja langsam auch Struktur rein und so. Das gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Hier oben haben wir einen kleinen Park gesetzt. Das hat doch auch was. Hier habe ich eine Straße kaputt gemacht und ich weiß nicht wie, warum, weshalb, was da los ist. Wenn jemand eine Idee hat, vielleicht einfach mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Phänomen jemand von euch kennt. Ich meine, guckt es euch an, die Straßen nutzt niemand mehr. Absolut niemand. Dabei ist das hier eine ganz normale Abfahrt, das hier eine ganz normale Abfahrt. Das dürfte doch eigentlich keine Probleme machen. Oder? Also wenn ich das jetzt auch wieder so mache, wie es vorher war. Dann sehe ich trotzdem nicht, wo der Unterschied liegen soll. Naja, wie auch immer. Ich versuche mal in der nächsten Aufnahme dran zu denken. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge. Und wie gesagt, die kommen einfach nicht schnell genug hier weg. Hier muss ein Kreisverkehr hin. Ich versuche dran zu denken, okay? Ich versuche dran zu denken. Jetzt aber wirklich. Ciao, bis zum nächsten Mal.